So sieht das Setup von einem meiner besten Freunde im Moment aus und es ist wirklich in einem absolut katastrophalen Zustand. Deswegen werde ich ihm heute seinen Traum-Gaming-Room bauen, um ihn dann damit zu überraschen. Dafür habe ich Sachen im Wert von mehreren tausend Euro besorgt, also von einem komplett neuen Gaming-PC, neuen Monitoren, einem eigenen Kühlschrank bis hin zu den krassesten LEDs auf dem Markt war alles mit dabei. Und das Geilste an der Sache ist, er weiß noch gar nichts davon, deswegen werden wir ihn jetzt einfach mal anrufen und fragen, ob er überhaupt Bock darauf hätte. Ich habe ja dein Setup bewertet in einem Video und da meinten einige Leute, ey, dem kannst du ja mal ein bisschen unter die Arme greifen, ein bisschen so helfen. Was sagst du? Da hast du Bock? Auf jeden Fall. Falls du noch so ein, zwei Sachen hast, die du haben willst, schick mir das auch mal. Vielleicht kann man da noch was machen. Ich habe also noch mal einige weitere Dinge besorgt und insgesamt weitere 300 Euro ausgegeben. Aber ey, wenn ich jemandem schon einen Gaming Room baue, dann auch wirklich richtig. Also abonniert jetzt sofort den Kanal, damit ich in Zukunft weiterhin solche Videos finanzieren kann. Währenddem wir jetzt auf die letzten paar Pakete warten müssen, kümmern wir uns erstmal um den PC. Diesen werde ich diesmal tatsächlich selbst bauen. Ich habe mich die letzten paar Tage wirklich krass mit PCs beschäftigt und meines Wissens nach ist das hier der beste Preis-Leistungs-PC, den man überhaupt so auf dem Markt kriegen kann. Denn für insgesamt nicht einmal 700 Euro, die der PC kostet, kriegt man hier eine RX 6600 Grafikkarte, welche trotz des geringeren Preises mit einer RTX 3060 konkurrieren kann. Dann noch diese CPU hier, 16 GB Arbeitsspeicher und noch ein paar andere Dinge, die man irgendwie dafür braucht. Eigentlich müsst ihr auch absolut nicht checken, was das alles ist. Ich weiß teilweise auch selbst nicht. Aber ein wirklich geiles Gehäuse mit LEDs darf natürlich nicht fehlen. Und am Ende soll der PC ohne Probleme in beispielsweise Fortnite oder Minecraft über 200 FPS schaffen. Und damit würde ich jetzt eigentlich gerne auch sagen, starte mit dem Aufbau vom PC, nur gibt es da ein kleines Problem. Ich habe nämlich absolut überhaupt keine Ahnung, wie man einen PC zusammenbaut und muss mir das jetzt mit irgendwelchen YouTube-Videos irgendwie beibringen. Nur weiß ich nicht, ob das wirklich so eine gute Idee ist. Auf Ernst sogar? So schwer sieht das gar nicht aus. Also war es endlich an der Zeit, mit dem Aufbau des PCs zu starten. Also hier drauf muss ich jetzt alles andere miteinander connecten und dann eigentlich einfach nur noch in den PC einsetzen. Ich habe also angefangen, den PC zu bauen, ohne eine wirkliche Ahnung zu haben, was ich da überhaupt gerade tue und auch noch übelst den Zeitdruck hatte, weil ich bis zum nächsten Tag fertig werden musste. Wenn alles nach Plan laufen sollte, ist selbst das Ding hier mit LEDs. Natürlich lief absolut überhaupt nichts nach Plan, weil der Lüfter war viel zu groß, also musste ich erstmal mit einem Ersatz weiterarbeiten. Das geht nicht. Also, falsche Seite. Das habe ich dann auch irgendwann hingekriegt und dann, ja, also, ich habe mich auf jeden Fall ganz schnell um den Speicher gekümmert. Und somit steht schon mal das Mainboard, zumindest falls ich noch nichts zerstört habe. Und als nächstes geht's endlich ans Gehäuse. Also ich sag's mal so, das macht schon mal einen coolen Eindruck. Bisher war es, muss ich ehrlicherweise sagen, recht einfach. Jetzt kommen wir aber zu dem, wovor ich wirklich Angst habe. Und zwar zu den Kabeln. Wie bitte soll ich da keinen Fehler machen? Also habe ich verkabelt, noch mehr verkabelt, viel mehr verkabelt, noch mehr verkabelt. Es sieht zwar nicht besonders gut aus, aber irgendwie ist alles miteinander verkabelt. Deswegen also direkt rüber zum Herzstück vom gesamten PC und zwar zur Grafikkarte. Und sobald dieses Ding hier eingebaut ist, ist der PC endlich fertig. Also eigentlich bleibt nur noch die Frage, ob das Ganze auch wirklich funktioniert oder ob ich einfach nur geisteskrank viel Geld verschwendet habe. Ah, das ist falsch rum. So, jetzt! Das Testsetup steht und es ist an der Zeit herauszufinden, ob der PC auch wirklich funktioniert. Es passiert was? Die Lüfter-LEDs gehen aber nicht an. Aber das ist ein Problem, das man fixen kann. Oh mein Gott. Es funktioniert! Ich hatte wirklich so Angst, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Aber es hat tatsächlich funktioniert. Ich habe also auf schnell nochmal den PC eingestellt und mich nochmal kurz um die Lüfter gekümmert. Let's go! Am nächsten Tag haben wir dann auch mal einen kurzen Stepper rüber zu Mikael gemacht, weil sein momentaner Stuhl wirklich verquatscht war und wir die Hoffnung hatten, dass wir dort vielleicht irgendwas Geiles finden. Sagst du?
Allerdings. Das war noch egal. Nein, nehmen wir mit. Und damit war es endlich an der Zeit, mit dem Bau des Setups zu starten. Also dachte ich eigentlich zumindest, weil, Bruder, willst du mich verarschen? Hä? Guckt euch mal bitte den Raum an. Hier liegt überall irgendwas rum. Der komplette Tisch ist voll. Was das hier alles ist, weiß ich gar nicht. Und da bin ich. Auf jeden Fall haben wir uns dann erstmal dran gemacht, den kompletten Raum einmal aufzuräumen. Beziehungsweise ich habe das ganz unnötig einfach in dieses Regal gestellt. Dann habe ich nochmal den Raum ein bisschen sauber gemacht, ihn aus seinem eigenen Zimmer geworfen und mich direkt an die Arbeit gemacht. Und damit geht's jetzt wirklich los. Und als nächstes geht's direkt an die Monitore. Monitor 1 und guckt euch jetzt diese Transition an. Guck, guck, guck und. Okay, okay. Oh, boom! Da ist der zweite Monitor. Und somit stehen auch endlich die Monitore. Und bevor wir jetzt zu den wirklich geisteskranken Sachen kommen, kümmern wir uns erstmal um den Stuhl, weil ich will mich endlich irgendwo hinsetzen können. Ich hoffe wirklich, dass das nicht so schwer zum Aufbauen. Weil ich kann nicht mehr. Und tatsächlich hat der Bau des Stuhls gar nicht mal so lange gedauert, wie ich anfangs dachte. Aber die Hitze im Zimmer hat mich so krass auseinandergenommen, dass es am Ende doch ein bisschen anstrengender wurde. Und damit ist der Stuhl endlich fertig. Es ist Zeit, sich um das Equipment und ganz wichtig, um die LEDs zu kümmern. Es wird schon langsam dunkel, aber es ist trotzdem immer noch so geisteskrank warm, dass ich mich mittendrin umziehen musste. Ich kann nicht mehr. Aber ich muss das hier heute fertig kriegen. Tatsächlich hat alles problemlos funktioniert, also habe ich mir auch schnell zwei coole Wallpaper rausgesucht. Im Moment hat er noch hier irgendwelche komischen LEDs hängen, die einfach zwischendrin andere Farben haben, teilweise schon am Abfallen sind und es sieht halt wirklich nicht gut aus. Also habe ich sie einfach abgelöst. Denn stattdessen hat mir Groovy ein bisschen was auch korrekt zugeschickt und damit werden wir den Raum jetzt richtig geil machen. Ich habe mich also direkt dran gemacht, die ersten paar LEDs an die Wand zu kleben. Nur noch ein bisschen, aber ich muss mich langsam wirklich beeilen, weil er müsste jeden Moment da sein. Ich bin euch ehrlich, das sieht so schon geisteskrank aus. Aber so sieht es dann nochmal viel krasser aus. Außerdem hat mir Groovy auch noch ihre beiden neuesten Produkte zugeschickt. Eins für den Monitor und eins für den Fernseher. Und das Geilste an der Sache ist, ich darf sie an euch verlosen. Vorher aber schauen wir uns nochmal eins genauer an. Also in der kleinen Box befindet sich lediglich die LED und alles sonstige halt, was man so zum Verbinden braucht. Und in 2-3 Minuten hat man da auch alles easy angeschlossen. Dann kann man das Ganze mit seinem Handy verbinden und jede einzelne LED einzeln anpassen. Irgendwelche bestimmten Farben oder Modi kann man natürlich auch einstellen und es reagiert sogar auf Musik. Oder noch besser, mit der PC-App kann man sie mit jedem einzigen Game, was überhaupt existiert, verbinden. Und die KI in dem Ding erkennt im 360-Grad-Bereich, was auf dem Monitor abgeht und reagiert dann einfach drauf. Checkt also nach dem Video unbedingt den ersten Link unten in der Videobeschreibung ab, um direkt zu Groovy zu kommen. Und wie bereits gesagt, eine davon und eine noch mal ein bisschen bessere Fernsehversion wird unter den ersten 1000 Kommentaren auf diesem Video verlost. So als kleines Dankeschön für euren geisteskranken Support. Jetzt bin ich aber erstmal gespannt, wie ihr auf sein neues Set reagiert. Bist du bereit? Komm her. Augen zu nochmal. Augen zu. Komm her. 3, 2, 1 und. Digga, was hast du gemacht? Digga, wie über den Dings. Oh, du hast meinen Kühlschrank geholt. Ey. Ja. Was hast du gemacht? Ey, das war eigentlich nur fürs Video, ne? Ich schicke dir jetzt alles.